Ja, schönen guten Morgen, liebe Besucher der Lindchen-Facebook-Seite. Wir befinden uns hier in Uedem für den Bauernmarkt Lindchen. Und zwar gibt es von nun an jeden Monat einmal einen kurzen Hintergrundbericht zu den Produkten, die Sie so gerne bei Lindchen kaufen. Und heute haben wir uns hier mit dem Lukas verabredet. Lukas ist der Produzent der Kürbisse für die Firma Lindchen, für den Bauernmarkt. Und für Lukas habe ich heute mal ein paar Fragen vorbereitet, auf die wir jetzt eingehen. Hallo Lukas, hi. Hi. Grüß dich, stell dich doch mal eben vor, wer bist du? Ja, ich bin Lukas, bin 27 und bin Landwirt. Gemeinsam mit meinen Eltern bewirtschafte ich einen Betrieb hier in Uedem. Und seit 4 Jahren bauen wir Kürbisse für den Bauernmarkt Lindchen an. Der Hokkaido, der wahrscheinlich am bekanntesten ist als Speisekürbis, den bauen wir auch als einzigen Kürbis seit 4 Jahren an. Letztes Jahr haben wir dann den Halloween noch mit dazu genommen, der dann ja, als Schnitzkürbis gerade um Halloween dann bekannter ist, aber sicherlich auch jetzt schon vor der einen oder anderen Haustür liegt. Und dieses Jahr dazugekommen ist der Mikrowellenkürbis. Ja, ich persönlich finde den sehr lecker. Der heißt nicht nur so, den bereitet man tatsächlich in der Mikrowelle zu. Der wird oben geöffnet, ausgehöhlt und kann dann in der Mikrowelle erhitzt werden und in allen möglichen Varianten gefüllt werden, also von herzhaft bis süßer, wie auch immer. Und schmeckt eher ja, wie eine Kartoffel oder Tendenz zur Süßkartoffel. Für den Kunden ist natürlich wichtig die schöne Reife, also man sieht das an dem schönen roten oder rot-orange. Und ganz entscheidend ist der Strunk, also die werden geschnitten und der muss, aktuell ist er ja frisch, weil der bis gerade an der Pflanze war und der muss dann schön verödet und eingetrocknet sein. Zu Hause ist er dann auch dementsprechend lange lagerfähig, durchaus 4 Monate möglich. Gestartet sind wir heute, auch dann 2 Wochen früher wie im Schnitt der sonstigen Jahre. Aufgrund der Trockenheit, die hat auch dem Kürbis ein bisschen zugesetzt und ist halt von der physiologischen Reife dann auch etwas früher. Und ja, die Ernte zieht sich bei uns so über die nächsten 3 Wochen jetzt beim Hokkaido. Und der Mikrowellenkürbis ist noch nicht so weit. Der kann sicherlich noch ein bisschen reifen. Da sind sicherlich die ersten auch reif. Da wird dann aber wahrscheinlich noch nicht alles geerntet, sondern ein bisschen nach Bedarf und ja, nach Reife. Und der Halloween, ja, auch jetzt bis dann Mitte, Ende Oktober, wo der dann auch seinen Verkaufshöhepunkt hat. Ja, super. Dann danke ich dir erstmal für das informative Gerne. Gespräch und für die ja, doch sehr interessanten Punkte, was das Thema Kürbis angeht. Verabschiede mich fürs Erste und wünsche euch viel Erfolg noch mit der Ernte und sage bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Ciao, Lukas. Tschüss.